Genau, Wave Lab 7 war das. Ja, das war aber noch nicht vorbei. Wave Lab 7. Genau. Nächste, was du uns zeigen willst, was genau, ist das? Das nächste ist, das ist, mach hier mal kurz ein paar Fenster zu. Das ist Halion Sonic, also wer Hypersonic zum Beispiel kennt, oder also es gibt ein paar Produkte so in der Art. Das ist hier, das heißt Premier VST Workstation, 12 GB an Samples dabei, also komplett, also wirklich alles erdenkliche, Streicher, Klavier, Gitarren sind dabei. Kannst du uns mal ein paar Soundbeispiele kurz geben, mal was zum Hören? Also, kann ich gerne machen. Eine Sekunde, also ganz kurz. Das ist gerade der Lead. So, mal ganz kurz die. Da hört man schon, das ist ein Bass, Synthesizer Bass-Part mit einer dazugehörigen Phrase. Wir haben halt so einen virtuellen Bandmitglied, der da unterschiedliche Sachen spielen kann. Das nennt sich Flex Fraser. Hab auch viele Beats dabei, kann hier auch sehr tief zum Beispiel in die Soundeditierung mich da selbst verwirklichen. Also es ist nicht nur, es ist ein Rompler, da werden nur Sachen abgespielt, sondern ich kann da fast alles irgendwie verändern, tweaken. Ich habe Effekte dabei, weil die Synthesizer-Sektion ist auch sehr umfangreich. Lass mal eben ganz kurz schauen. Im Prinzip ist da eine komplette Synth-Workstation auch irgendwie dabei. Ich habe hier drei Oszillatoren, kann Noise, Ring-Modulation, Filter. Da sind 24 Filtertypen dabei. Ich kann zwischen unterschiedlichen Filtern rummorphen. Was ich da mache, ist in dieser Achse durch die Filtertypen A, B, C und D stufenlos morphen, zusammen mit dem Cutoff. So, ich kann hier, ist eine andere Modus, ist jetzt wirklich sehr oberflächlich, es kann sehr, sehr viel mehr, das ist jetzt nur ein paar nette kleine Funktionen. Hier A, B, C, D, vier unterschiedlich einstellbare. Das sind ja Möglichkeiten ohne Ende. Ja, es hat Möglichkeiten. Also, so kann man es eigentlich also hier unten habe ich noch eine Matrix mit bis zu 32 LFOs, also, und die kann ich zu alles Mögliche verwenden, jeweils sehr vielen unterschiedlichen Möglichkeiten, was ich damit irgendwie kontrollieren kann. Also da ist sehr viel Funktionalität drin. Genau, wenn ich jetzt nur eine DAW habe und ich will so ein All-in-One-Tool um Synthesizer und akustische Instrumente, sind übrigens die Libraries gemacht von den gleichen, die Yamaha Sound Designer, die auch den Motiv-Library gemacht haben. Wir gehören ja auch zu Yamaha. Also wirklich sehr gute Qualität auch bei den akustischen Instrumenten. Zum Teil auch mit bis zu 20 Velocity-Stufen, auch mit VST-Expressions-Unterstützung. Das heißt, so unterschiedliche Stilweisen, zum Beispiel Gitarre, so Mute und so unterschiedliche Anschlagstechniken. Also ich kann da auch sehr realistische Parts mitbauen. Und wie gesagt, dieser Flex Fraser kann auch, er bietet mir halt auch Phrasen an, wenn ich einfach mal kurz so ein bisschen Inspiration brauche, um zum Beispiel jetzt, weiß nicht, einen Dance-Track, wenn ich Rock mache, ein bisschen Dance zu machen. Da sind echt super tolle Sounds dabei, die sehr ansprechen. Also gestern habe ich da ein bisschen mit rumgespielt und ich dachte, eigentlich mache ich Rockmusik. Ich dachte, ey, ich muss jetzt mal wieder versuchen, ein bisschen elektronische, ein bisschen Tanzmusik zu machen, weil da sind echt super Sounds dabei. Also sehr innovativ, ruckzuck geht irgendwas, schnell was ausprobieren. Am besten auch mal Hand dran, selber ausprobieren, testen. Genau, richtig. Ich habe ja auch eine kleine Player-Ansicht. Ich habe auch Funktionalität, die dabei, wenn ich zum Beispiel Live-Keyboarder bin, dann kann ich unterschiedlichen Multis, nennen sie sich, einprogrammieren und da sind dann halt komplette Band-Arrangements dabei und da werden dann halt hier zum Beispiel bis zu 16 Programme mit den unterschiedlichen Layern dazugeladen und kann dann zum Beispiel, wenn jetzt ein anderer Song kommt, jetzt kommt eher so ein langsamer Song, wo ich unterschiedliche Sounds brauche, klicke ich hier einfach auf den nächsten Button, den nächsten Multi mit den ganzen Effekten und den ganzen Wahnsinn mit aufgeladen. Also es geht auch sehr schnell, komplett unterschiedliche Setups zu speichern. Man könnte stundenlang erzählen, wie du merkst. Möglichkeiten ohne Ende. Ja. Was hast du uns noch als drittes zu zeigen? Genau. Wolltest du noch? Ja?
Richtig. Ich wollte nur noch kurz auch wieder sehr, habe ich nicht sehr viel Zeit leider, Cubase 5.5. Also es ist ein Free-Update für alle Cubase 5-User. Da sind einige so an Unter-der-Haube-Verbesserungen passiert. Viele von den Plugins sind geupdatet worden. Wir haben jetzt bessere Kompatibilität auf 64-Bit-Systemen mit 32-Bit-Plugins. Es gibt ja halt einige, die noch ein paar Plugins, die noch nicht so gut sich einfach reinziehen lassen in 64-Bit-Version von Cubase. Weiß nicht, weil der Hersteller dann keine 64-Bit weiß nicht, zu faul oder trinkt gerade einen Kaffee und hat keinen Bock, eine 64-Bit-Version zu machen oder das Produkt wurde angestellt. Und jetzt haben wir halt eine Möglichkeit, also es ist bessere Kompatibilität jetzt mit 32-Bit-Plugins. Und ja, sind so ein paar Kleinigkeiten. Ich finde sowas so irgendwie so schick. Ich mag halt so also kleine Detailänderungen. Auch bei der GUI hat sich ein bisschen was getan. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel bei der Spuransicht, dann flippen halt so diese kleinen. Ist halt eine kleine Spielerei, aber ein bisschen flüssig und das aber für jeden, der jeden Tag, ist auch nett. Genau, für jeden, der damit jeden Tag arbeitet, sind das natürlich sehr hilfreiche Tools. Genau, so ist es. Genau, da sind auch der Reverence zum Beispiel, ist jetzt optimiert worden, der ist unser Faltungsteil. Und zum Beispiel, wenn ich einen älteren Rechner habe, der ist jetzt CPU-effizienter. Ja, also auf jeden Fall ein Muss für alle Cubase 5-User. Genau, sind ein paar, also da ist viel mit Feedback gearbeitet worden, zum Beispiel bei uns aus dem Forum. Leute sagen, ja, ich hätte gerne ein paar Verbesserungen hier und da. Und da haben wir jetzt irgendwie genau das irgendwie aufgegriffen und das halt umgesetzt. Genau, und das Letzte, was ich heute irgendwie noch kurz darauf zu sprechen kommen wollte, war SQL Content Sets. SQL ist unser Einsteigerprogramm. Im Prinzip Cubase-Technologien, aber für den kompletten blutigen Anfänger gemacht. So Kids zum Beispiel, so Teenager, die das erste Mal, die haben alle einen Rechner, aber keiner hat einen Plan, wie Cubase zum Beispiel funktioniert. Und da haben wir jetzt neue SQL Content Sets gebaut. Das sind Sound-Content-Sets in unterschiedlichen Richtungen für Alternative Rock, also auch was für dich dabei, ne, als Gitarrenmusik-Fan. Genau, da sind halt hunderte Loops dabei, kann man bei uns auf der Webseite runterladen. Schöne Sache. Ja, schön. Angus, vielen Dank. You're welcome. Dem Namen aller Ehre. Yeah. Vielen Dank und tschüss. Okay, genau, tschüss. Vielen Dank.